Das gute Gewissen liegt also bald unterm Weihnachtsbaum. Ich dagegen habe ein schlechtes Gewissen, meinem Staubsauger gegenüber. Jahrelang habe ich das Ding über den dreckigen Fußboden gezogen, ohne zu merken, dass da noch so viel mehr drin steckt. Da müssen erst zwei sympathisch durchgeknallte Niederländer auf YouTube daherkommen, um uns zu zeigen, dass Trommel, Trompete und Keyboard musikalisch so total 80er sind. Unser Liebling. Nein, diese Jungs haben kein Gras geraucht. Die Hoover Boys sind die erste Staubsaugerband der Welt. Und sie sind bei YouTube auf dem aufsteigenden Ast mit jetzt 40.000 Klicks. Wir wollen etwas Neues schaffen, etwas, was Klarheit in der Seele erzeugt. Spirituelle Reinigung. Das Musikmagazin Amusio feiert die Combo als Nachwuchstalent der Musikbranche, erfolgreich durch Saugen statt Blasen. Wer glaubt, dass das alles gefaked ist, der irrt. Verrückt, auf was für Ideen man in so einem Wohnwagen kommt. Ihr könnt euch die neuesten Wochen-Webshow-Infos hier saugen, unter anderem unsere Interviews zum Fairphone. Und ich bin weg, ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun.